Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland. Heute bin ich wieder für euch in MOP Remix unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Wir wollen uns heute mal anschauen, ob sich das Gear abzugraden lohnt oder nicht. Und zwar ist die Frage dann nicht einfach zu beantworten, also nicht einfach, ja, lohnt sich auf jeden Fall oder lohnt sich auf keinen Fall, sondern es kommt immer drauf an, was ihr im Panda Mix holen wollt. Und ja, bevor wir jetzt da auf die einzelnen Konstellationen eingehen, würde ich sagen, zeige ich euch mal so ein bisschen das System, wie das alles funktioniert und was es zu beachten gibt. Als allererstes, wo befinden wir uns? Wir sind bei einem von diesen Basaren, und zwar Ewiger Basar schimpft sich der. Und da gibt es immer einen Kollegen, der uns quasi hier hilft, unser Gear ein wenig abzugraden. Das Maximum, was ihr rausholen könnt, ist einmal 576 und am besten habt ihr episches Gear. Die Qualität ist aber nicht ganz so wichtig, wie vielleicht der ein oder andere denken mag. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, beziehungsweise wir können es auch gleich machen. Wir haben drei verschiedene Stufen, und zwar grün, blau und episch. Wichtig zu wissen ist, ihr könnt überall grünes Gear kriegen. Dieses grüne Gear kann auch aus allen Quellen hochplocken auf blau und es kann sogar zu ganz seltenen Fällen auf episch hochplocken. Jetzt ist es so, dass wir aber auch episches Gear direkt farmen können, in Anführungszeichen. Und zwar, wenn wir jetzt in der Maximalstufe schon sind, können wir in Raids gehen, die heroisch bzw. mythisch sind. SOO, also hier die Schlacht um Orgrimmar, die geht tatsächlich auch bis auf mythisch hoch. Und sowohl im HC als auch im Mythic-Modus droppt relativ häufig das epische Gear. Da kriegt ihr eigentlich bei jedem Boss ein episches Teil und meistens ein blaues, manchmal sogar auch zwei epische. Heißt, wenn ihr episches Gear aktiv farmen wollt, dann sind die heroischen bzw. SOO im mythischen Modus das Ziel, das ihr angehen solltet. Was ändert sich jetzt von grünen auf blau bzw. auf episches Gear? Es ist jetzt so, auf einem grünen Gear habt ihr zum Beispiel hier Rüstung drauf, dann habt ihr Ausdauer drauf und einen Sekundärstat. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir hier Vielseitigkeit. Auf einem blauen Item hingegen kriegt ihr da noch zusätzlich einen weiteren Mainstat drauf. Das ist jetzt bei mir als Druid Tank, ist das Agi, also Beweglichkeit. Und das seht ihr jetzt hier auf dem epischen Item auch, da ist nochmal zusätzlich Beweglichkeit drauf. Und wenn wir jetzt ein episches Item haben, dann ist Rüstung, Ausdauer, Beweglichkeit, ein Sekundärstat und noch ein zweiter Sekundärstat drauf. Jetzt auf der Brust seht ihr jetzt drei Sekundärstats oder zwei Sekundär- und ein Tertiärstat. Es kann nämlich anstatt einem Sekundär auch immer ein Tertiärstat drauf sein, ne? Also so sieht die Brust quasi blank aus, mit Lebensraub und Vielseitigkeit. Und wenn ich dann dementsprechend noch die Sockel reinhaue, die geben dann natürlich nochmal ein extra Stat. Wenn ich jetzt Versa gesockelt hätte, dann wird einfach der Versa-Stat weiter hochgehen. Und wie ihr schon seht, erhöht sich extrem das Leben und auch die Meisterschaft. Die Sockel skalieren nämlich auch mit dem Item-Level von den einzelnen Items. Heißt, wenn ihr ein höheres Item sockelt, kriegt ihr auch wesentlich mehr Stats drauf. Und auch die Effekte der Sockel, die ihr einsetzt, sind extrem viel höher. Ja? Heißt, höheres Gear erhöht schon extrem euren Schaden. Jetzt ist es so, dass wir bei dem Händler hier unsere Items einmal upgraden können. Und zwar von 22 auf 65. Bis 22 sind quasi Low-Level-Upgrades. Ab Stufe 70 haben wir dann von 22 bis 36 die Max-Level-Upgrades. Ich würde euch nicht empfehlen, im Low-Level eure Items abzugraden. Hat einfach den Hintergrund, ihr kriegt Gear immer abhängig von eurem Level. Wenn ein neues Teil droppt, dann ist das immer das maximale Level, was ihr, oder maximale Stufe von dem Level, was ihr habt. Heißt, wenn ihr einfach neue Items kriegt, sind die meistens besser. Außer ihr braucht ganz bestimmte Stats, aber da würde ich auch beim Level nicht drauf gucken. Da würde ich einfach euch empfehlen, spart die Bronze. Ne? Da gradet ihr dann lieber die Max-Level-Sachen ab. Lohnt sich jetzt auch ein grünes, blaues Item schon abzugraden, wenn ihr auf Stufe 70 kommt? Prinzipiell kann sich das lohnen, denn jedes Item, das ihr schon mal abgegradet habt auf eine Stufe, kriegt ihr dann 95% Rabatt. Ihr seht, wenn ich jetzt hier upgraden will, kostet es nur 225, sonst würde es, glaube ich, 3.000 oder 4.000, ich glaube 4.000 irgendwas kostet die Brust zum Upgraden. Und wenn ich jetzt hier auf Max upgraden will, kostet es mich nur 3.000, das würde ja wahrscheinlich mehrere
10.000 im Normalfall kosten. Also wenn ihr einmal ein Item hochgegradet habt, dann jedes weitere Item, das ihr upgradet, ist dann viel günstiger. Deswegen, ihr müsst nicht unbedingt auf dieses eine Epische warten, bis ihr das kriegt, sondern ihr könnt auch vorher euer Gear upgraden, denn es funktioniert eh hier so, dass ihr nicht ein Item hochgraden könnt, sondern wenn ihr das erste Mal die Sachen upgradet, ist es so, ihr müsst den Kopf einmal upgraden, die Schultern, Brust und einmal außenrum alles. Und dann könnt ihr erst quasi das nächste Item wieder um 1 upgraden, müsst wieder jedes Item um 1 upgraden und könnt dann wieder rum. Also, ne, es geht nicht, dass ihr eins komplett hochballert, sondern ihr müsst immer gleichmäßig alle upgraden. Behindert halt einfach, dass ihr eins hochballert, denn wenn ihr eins hochballern würdet, die End-Upgrades, die machen immer mit am meisten aus. Das kann man jetzt hier auch ein bisschen zeigen. Am Anfang kriegt man relativ wenig, dann kriege ich jetzt nur 600 Ausdauer hoch. Und hier geht es dann immer weiter hoch. Ne? Also klar, das sind die Vorstufen, sind auch mit dazu addiert. Aber die Sprünge von den einzelnen Stufen werden auch immer höher. Wenn, warte mal, jetzt hatten wir hier gerade ein relativ schönes. Also von Stufe 22 bis 29 bringt 10.000 Ausdauer plus. Und dann von 29 auf 30 sind es dann 12. Ne? Dann geht es hier schon auf 18 hoch. Also die Sprünge werden dann immer größer. Und vor allem am Ende sind die Sprünge dann ziemlich enorm. Da geht es dann schon mal auf plus 39.000 nach oben von quasi 33. Ne? Das sind schon dann 6.000 Stats, die ihr kriegt. Also die Endstufen bringen wesentlich mehr. Das Upgraden ab Stufe 70 kostet aber immer gleich viel. Also quasi von Stufe 22 auf 23 kostet genauso viel wie von 35 auf 36 und du kriegst da das X-fache an Stats. Heißt, wenn dann, man gradet das Gear gar nicht ab oder man gradet es bis voll ab, weil am Ende kriegt man wirklich diesen krassen Spike an Stats und dementsprechend auch dann an Damage. Und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also so ist so das Grundsystem von diesen ganzen Upgrades. Ihr könnt euer grünes Gear schon upgraden. Wenn ihr dann später ein Epic-Teil kriegt, wenn ihr zum Beispiel random irgendwo was gedroppt bekommt oder ihr raidet schon HC oder Mythic, dann könnt ihr das relativ günstig nachziehen. Also das ist dann nicht komplett wasted. Wie gesagt, für einen Teil zahle ich dann für komplett upgraden von 0 auf Max, zahle ich dann hier nur 3.000. Bei den Schuhen ist, glaube ich, sogar noch günstiger, sind es nur 2,5. Also das ist dann ein Bruchteil. Also da rentiert sich das auf jeden Fall. Genau, so viel jetzt zu der Geschichte. Vielleicht schauen wir jetzt auch nochmal kurz rein. Also ich bin jetzt hier mit dem Max-Gear, ne? Meine Steine skalieren halt auch höher. Und ihr seht schon, den meisten Schaden machen tatsächlich bei mir jetzt hier auch diese Steine, ne? Also wenn ihr da die Slots natürlich oben habt, rödeln die richtig ein. Ich habe jetzt hier bei einem Single-Target-Boss, das war jetzt Raden, habe ich jetzt hier 8,56 Millionen DPS gefahren. Ne? Und wenn ihr jetzt dein Gear nicht upgegradet hast, bist du wahrscheinlich eher in den 10 bzw. 100.000 dann Schritten. Also wenn du das upgradest, das hat natürlich enorme Auswüchse. Klar, es spielt natürlich auch ein bisschen rein, wie hoch man seinen Umhang hat. Aber wenn ihr jetzt seht, ich habe schon 176.000 Fäden auf dem Umhang. Und mein Umhang macht 90.000 Ausdauer aus. Mein Brust ist genauso viel. Also das ist ein Slot und man hat ja viele Slots, ne, mit Stats. Also der Umhang ist gar nicht so viel krasser als ein voll upgegradetes Item. Genau. Ja. Jetzt vielleicht noch auf die Thematik, wann lohnt es sich überhaupt abzugraden oder wann gradet man nicht ab. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nur ein paar Items aus dem Remix haben. Sagen wir mal, ihr wollt die Mounts, ein paar Toys haben, vielleicht das ein oder andere Set. Ja. Aber ihr seid jetzt nicht danach aus, dass ihr wirklich alles haben wollt, auch die Heldentaten und so nicht. Dann reicht es, dass ihr einfach auf 70 spielt, euer Gear ein bisschen sockelt und die Normal Raids läuft. Dafür braucht ihr nicht zwangsläufig abgegradetes Gear. Vor allem laufen auch viele Leute mit gutem Gear die Normal Runs und die können euch einfach mitziehen. Also, die sind relativ geschenkt. Und darüber könnt ihr auch schon viel Bronze machen. Im HC gibt es tatsächlich 750 Bronze pro Boss, im Normal 500. Also das ist jetzt nicht das Zehnfache, sondern ihr kriegt einfach nur mal die Hälfte obendrauf, wenn ihr HC lauft, anstatt Normal. Und ja, für die Mounts zahlt ihr ein bisschen über 100.000 Bronze. Wenn ihr jetzt noch das ein oder andere Toy wollt, ein paar Transmogs, dann würde ich euch empfehlen, gradet das Gear nicht ab, farmt ein bisschen Normal Raids, macht so ein bisschen das ein oder andere, was ihr vielleicht für die Heldentaten braucht. Da kriegt ihr auch immer viel Bronze nebenbei, macht eure Daily Quests und gut ist. Wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt die HC Raids laufen, erstmal für die Heldentaten, ne, da gibt es ja das ein oder andere an Heldentaten, auch dann für den Mythic Raid gibt es nochmal eine extra Heldentat, das weiß ich gar nicht, die finden wir glaube ich hier irgendwo mit drin und jetzt
weiß ich gar nicht genau, wo sie ist, aber sie ist, glaube ich, irgendwo bei Heldentaten oder Klassisch ist die mit drin. Genau, hier haben wir sie, da gibt es auch nochmal einen Titel. Vorbild aus dem Nebel, wenn ihr mythisch SOO lauft, dafür braucht ihr das Gear. Ne? Also mythisch SOO ohne Gear-Upgrade, da werdet ihr nicht mitgenommen und das macht auch keinen Sinn, weil ihr dementsprechend da instant sterbt, wenn ihr nicht ein paar Millionen Leben habt. Also dafür solltet ihr es auf jeden Fall upgraden. Wenn ihr jetzt auch jemand seid, der sagt, er will die ganzen Timok-Vorlagen farmen, es gibt ja auch diese Waffen, und die kriegt ihr tatsächlich aus den nur aus den verschiedenen Schwierigkeitsgraden, ne, aus den Raids. Und die könnt ihr auch nicht hier als Assemble kaufen. Wenn ihr diese Sachen farmen wollt, dann solltet ihr auch euer Gear upgraden. Wenn ihr nur ein paar Händler-Items holen wollt, gradet euer Gear nicht ab. Für Max-Upgrade zahlt ihr nämlich 577.000 Bronze. Und wenn die Sachen, die ihr hier kaufen wollt, schon weniger kosten, dann macht es gar keinen Sinn, das Zeug abzugraden. Dann könnt ihr auch einfach durch quasi Loan-Content die Bronze farmen und seid dann da schneller mit raus. Denn am Ende von dem MOP Remix Event ist es so, dass euer Charakter zu einem Retail Charakter umgewandelt wird und das Gear wird dann einfach ein Standard Gear. Also alles, was ihr hier als Gear farmt, wird dann auf ein Standard Level gesetzt und dann habt ihr auch nichts davon. Wo sich das Gear Upgrade vielleicht auch lohnen kann, wenn ihr einfach nur Fun in dem Modus haben wollt, übelst irgendwas umblasten wollt, dann lohnt sich das Gear Upgrade auch. Ne? Da müsst ihr halt immer so ein bisschen abwägen, welche Personengruppe da euch am besten trifft. Und danach ein bisschen handeln. Genau, das waren jetzt so ein bisschen meine Anregungen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen bei der Frage, grade ich's ab, grade ich's nicht ab? Lohnt sich das mit grünen Items? Lohnt sich das überhaupt abzugraden? Ne? Die Fragen wurden jetzt in den letzten Tagen schon häufiger an mich herangetragen. Juti, dass das Video jetzt nicht allzu lang wird, stoppen wir das hier. Ich werde noch die Tage ein Video erstellen mit diesen ganzen ID-Geschichten bei den Händlern. Einige Transmogs oder viele kann ich persönlich nicht lernen, wegen dem ID-Bug mit den Assembles. Das könnt ihr vielleicht auch noch in eure Entscheidung mit reinspielen, aber da, wie gesagt, da werde ich nochmal ein extra Video zu machen für die Hardcore-Collector, die vielleicht da dieselbe Problematik haben. Juti, für das sind wir durch. Hat mich wieder dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aktuell aussieht, ob ihr es abgegradet habt oder nicht. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tala, bis dahin. Ciao.